Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute mit einem relativ kurzen letzten Video und zwar vorerst zumindest mal wieder. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche speziellen Wünsche oder sowas natürlich wie immer. So, heute geht es um die For-Off-Schleife und das ist eigentlich ziemlich easy, ziemlich kurz zu erklären auch, aber wir wollen es trotzdem mal angehen und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem auch, wenn es so kurz geht. So, also beim normalen Array, wir machen jetzt erstmal hier let my array ist gleich. So, und jetzt wollen wir hier einfach ein paar Dinge reinschreiben in unser Array. Zum Beispiel eine Zahl, dann ein Boolean, dann einen String, Hello World oder sowas. Und jetzt haben wir hier komplett verschiedene Werte. Und jetzt kennt jeder die For-In-Schleife. Na, sagen wir jetzt einfach mal For let i in my Array. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was hierbei rauskommt. Ups, das wollte ich da nicht haben. Indem wir einfach mal loggen. Console.log. So. Und jetzt wollen wir mal hier, was wollen wir denn loggen? Naja, wir wollen mal i loggen. Mal gucken, was dabei rauskommt. So. Und wir sehen, dabei kommt einfach ganz normal 0, 1 und 2 bei raus. Aber wir haben doch hier die Werte 42, True und Hello World. Warum wird das jetzt hier als 0, 1 und 2 ausgegeben? Das liegt daran, dass wir hier einfach mit diesem i den jeweiligen Index bekommen. Das heißt, mit der For-In-Schleife, anders wie bei anderen Programmiersprachen, bekommt ihr hier den Index dieses jeweiligen Elements. Das heißt, wenn ich my Array von i eingebe, dann komme ich wieder auf mein richtiges Element. In manchen Fällen brauche ich natürlich den Index, das heißt, ich kann damit noch irgendwelche fancy Sachen machen. Ich kann zum Beispiel genau das fünfte Element überspringen oder sowas. All diese Sachen kann ich natürlich nur machen, wenn ich hier mein i habe. Wenn ich aber einfach durch ein komplettes Array durchgehen möchte und für jeden Eintrag hier irgendwas machen möchte, wie zum Beispiel ihn auszugeben, dann ist diese For-In-Schleife etwas, zwar etwas besser als die normale For-Schleife, aber immer noch sehr, sehr unpraktisch im Vergleich zu der For-Off-Schleife, denn die For-Off-Schleife macht das, was in anderen Sprachen die For-In-Schleife tut. Sie nimmt sich einfach jedes Mal das Element, das hier ist, also im Prinzip my Array an der Stelle i bei einer For-In-Schleife. Und das ist natürlich sehr viel bequemer, wenn wir hier einfach For-Off-Schleifen benutzen können, als hier For-In-Schleifen. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dieses Mal noch zeigen wollte. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche speziellen Wünsche oder sowas habt, dann dürft ihr mir gerne schreiben. Und ansonsten war es das von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.